Hallo zusammen! Ja, schon ein paar Monate ist es her, seitdem ich das letzte Video online gebracht habe, und es hatte seine Gründe. Wir hatten einfach mega viel zu tun. Ja, gerade in den letzten Monaten, alle wollten wieder aus Wasser und da war einfach keine Zeit dafür, zwischendrin irgendwas zu machen. Aber jetzt gibt es ein paar Dinge, die ganz cool sind und wo ich mich richtig drauf freue, in die neue Saison damit zu starten. Ja, jeder von euch war schon auf dem Wasser, nur wir selber haben es noch nicht geschafft. Auch das, wie gesagt, ist nicht schade. Wir haben einige coole Projekte vor, auch die WPC steht ja jetzt wieder vor der Tür. Wir haben einige Rheinland-Boote-Projekte, die in den letzten Monaten angeschoben wurden. Aber auch ich privat hatte viel um die Ohren. Jetzt habe ich aber was ganz Besonderes für euch. Für mich ist nämlich in den letzten Wochen, Monaten ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Und was genau das ist, zeige ich euch jetzt. Ja, wie ihr in dem B-Roll schon sehen konntet, geht es um mein neues Boot. Es ist ein Ranger Z518, das erste, das hier nach Deutschland importiert wurde. Und wir hatten schon die Möglichkeiten, deshalb auch die Videos, die entstanden sind, es in ein paar Sequenzen einzusetzen. Wir waren beim YPC Bass in Italien, haben es bis nach unten genommen. Wir waren schon auf Messen in Magdeburg zum Beispiel und haben es da vorgestellt. Aber wir hatten bisher keine richtige Chance, bis auf das Video, das ich gerade eben im B-Roll schon gezeigt hatte, das übrigens bei Rheinland Boote verfügbar ist. Das könnt ihr unten in der Videobeschreibung anschauen. Ja, das Boot richtig vorzustellen, euch zu zeigen, und da mich so viele von euch gefragt hatten, ob wir mal ein kleines Video dazu machen könnten, ob wir mal ins Boot reinschauen können, wie ich das so gestaltet habe und was alles unter den Staufächern, unter den Klappen so versteckt ist, springen wir jetzt hinter mir ins Boot und wir gucken einmal komplett durch. So, also wir fangen außen an. So sieht das Boot auf dem Trailer von außen aus. Wir haben hinten, da legen wir jetzt los, haben wir einen Mercury Pro XS 200 PS V8, der das Boot antreibt, auch ab dem Modell ja jetzt endlich verfügbar. Davor waren immer nur 150 PS möglich, jetzt eben der große Motor mit dem großen V8 Block. Hört sich richtig geil an, wenn die Maschine startet. Hinten, wie ich es absolut liebe, zwei Powerpoles, das heißt jetzt in dem Fall 8 Fuß sind die lang, 2,44 Meter, um da genau zu sein. Die klappen hydraulisch raus und dadurch bleibt das Boot verankert. Im besten Fall habt ihr zwei davon am Boot, wie jetzt hier in dem Fall. Das heißt, die klappen dann beide nach hinten hydraulisch eben raus und das Boot bleibt an Position verankert. So könnt ihr das Boot immer so hinstellen, wie ihr möchtet, um den Spot eben zu befischen, und habt dadurch die Möglichkeit, eben Stellen effektiv zu beangeln. Wo die halt auch super nützlich sind, sind beim Slippen und im Hafen. Das heißt, wenn ihr da das Boot verankern möchtet, könnt ihr einfach mit dem Bug voran an die Stelle fahren, wo ihr das Boot positionieren möchtet, macht die Poles runter und das Boot steht fest verankert im Hafen. Ihr braucht keine Leine, keine Fender, es ist super komfortabel. Und auch wenn ihr alleine am Slippen seid, dann habt ihr die Möglichkeit, das Boot einfach ins Wasser zu schieben. Macht die Powerpoles nach unten, das Boot bleibt an Position und ihr könnt den Anhänger entspannt rausfahren, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass das Boot irgendwie blöd gegen den Steg kommt. Ja, auf der anderen Seite kann man ganz gut erkennen, haben wir jetzt hier noch die hydraulische Jackplate von TH Marine. Die dient einfach dazu, dass ich den kompletten Motor hydraulisch nach oben und nach unten fahren kann. Das heißt, normalerweise
hat man ja den Trinkknopf. Das heißt, ich kann den Motor in seiner Position in der Neigung verändern. Jetzt hier in dem Fall mit der hydraulischen Jackplate habt ihr die Möglichkeit, den Motor hoch und runter zu fahren. Und dadurch komme ich zum Beispiel schneller aus flachem Wasser raus. Ich kann den Motor besser verstauen und ich kann eben das letzte Quäntchen Topspeed noch rausholen, um die maximale Performance aus dem Boot rauszuholen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt hier schon mit dran, ist der Landstromanschluss, den wir immer verbauen. Das heißt, es ist hier einfach ein Anschluss. Zeige ich euch gleich in dem Batteriestaufach, wie es dann von innen aussieht. Ein Stecker kommt rein und das komplette Boot wird dann innen drin angeladen. Keine Mehrfachsteckdosen, keine Schwachstellen, die dadurch entstehen. Und es ist nur ein Stecker, den ihr dann bzw. ich jetzt am Boot einstecken muss. Verbauen wir aber mittlerweile fast bei jedem Projekt, das hier bei Rheinland-Boote die Hallen verlässt. Es ist eine absolute Empfehlung, das auch bei euch zu verbauen, wenn ihr so ein Projekt angeht. Ja, hier steckt noch der YOLOTEC Powerstick drin. Für die ganze Videomacherei und das Filmen auf dem Wasser, Fotografieren auf dem Wasser eine absolute Hilfe. Die GoPro steckt auf diesem Stab, der einfach hinten im Ankerlicht reingesteckt wird, in der Aufnahme vom Ankerlicht, und dadurch wird per Knopfdruck dann hier die Buchse mit Strom versorgt und so habt ihr den ganzen Tag Strom auf eurer GoPro, kein nerviges Akku wechseln und so weiter, sondern dauerhaft Strom drauf, und so ja, ist quasi jeder Live-Biss festgehalten, weil die GoPro eben nicht einfach ohne Akku dasteht und dann die beste Sequenz des Tages meistens nicht aufgenommen wird, wird euch damit nicht mehr passieren. Deswegen steckt die bei mir immer hinten drin. Hinten haben wir die Klappenaufteilung, Batteriestaufach, zwei große Staufächer links und rechts, die Livewells hier in der Mitte, ein Staufer in der Mitte, aber um euch das besser zu zeigen, springen wir jetzt einfach mal rein. So, sieht das Ganze jetzt also von oben aus. Wir haben hier hinten das große Batteriestaufach, da sieht es noch ein bisschen wüst aus, weil die ganze Technik jetzt gerade installiert wird und wir hier insgesamt vier Batterien am Ende dran haben, wo das Ladegerät in der Mitte ist. Hier sind dann irgendwann die Hauptschalter fest und das sind die Batterien dann für den Bugmotor. Hinten dran sind die zwei Pumpen für die Powerpoles. Die brauchen nämlich hier hinten die hydraulischen Pumpen, um hoch und runter fahren zu können. Und so ist das Ganze dann ausgelegt. Hier in der Mitte kommt dann noch ein Platz hin, wo der Propeller, Ersatzpropeller rein kann. Ist immer gut, einen dabei zu haben. Und das ist dann der Ort, wo der Ganze hinkommt. Hier in der Ecke ist der FI-Sicherungskasten. Da kommt dann quasi von hier das Stromkabel hier rein. Hier drin wird alles an Ladegeräten abgesichert. Ist jetzt egal, ob ihr eins oder mehrere habt. Da könnt ihr ganz entspannt, wie gesagt, die Sachen dann hier dran anklemmen. Und so ist es dann gegen die Steganlage, falls da irgendwas defekt sein sollte. Oder die ganze Steganlage ist auch gegen euch abgesichert. Das heißt, wenn ihr mal irgendwas falsch verkabelt habt am Boot, fliegt nicht in der ganzen Steganlage direkt der Strom raus, sondern eben hier in dem FI-Kasten, ähnlich wie beim Haus. Ja, Ranger hat das ganz cool gemacht, falls ihr mal irgendwas nicht mehr wisst, wie es verkabelt ist, haben die ein komplettes Diagramm, wie es verkabelt ist, hier mit angeheftet. Vorausgesetzt natürlich, ihr macht es in der Art, wie es jetzt auch da beschrieben ist, aber da geht es grundsätzlich um die komplette Verkabelung im Boot. Und es ist ganz nützlich, wenn mal irgendein Problem sein sollte, kann man da einfach nachgucken. Ja, was ich noch vergessen hatte, hier hinten ist auch für den Lenzstopfen der Schalter. Das heißt, ich kann hier einfach per links und rechts drehen den Lenzstopfen hinten auf und zu machen und muss ihn so nicht per Hand jedes Mal reindrehen. Und der größte Vorteil ist, sollte ich den einfach mal vergessen, was dem einen oder anderen schon passiert ist, dann kann ich einfach hier, während das Boot noch im Wasser liegt, den Lenzstopfen zumachen, und das ist ein Riesenvorteil, da spreche ich aus Erfahrung. Ja, weiter geht es jetzt hier mit den zwei großen Staufächern hinten. Das heißt, wir haben hier zwei Trockenstaufächer, die sind komplett über diese Gummilippen hier abgedichtet. Also es funktioniert wirklich super, das System. Jedes Staufach hat so eine Art Regalsystem, Shelf System, wo ihr hinten Dinge verstauen könnt, wo ihr nicht so oft dran müsst, beziehungsweise die einfach gesondert platziert werden sollen.
Und es ist auf der anderen Seite eben genauso. Hier habe ich immer die Sachen drin, sowas wie ja, die Box, wo Werkzeug drin ist, was sehr zu empfehlen ist, wenn ihr im Boot habt und auf dem Wasser seid. Leinen, Schwimmwesten, die Sachen, die noch von Trailern übrig sind, wie die Boatbuckles, die ganzen Papiere fürs Boot, das ist alles hier hinten drin. In den zwei Fächern hier ist der große Lifewell. Links und rechts. Der ist in der Mitte getrennt, ist beleuchtet, kann umgewälzt werden. Das funktioniert alles über das Schaltpanel. Und ja, wird jetzt von uns hier in Deutschland nicht so häufig gebraucht, höchstens um mal ein paar Köderfische reinzuschmeißen. In der Mitte haben wir eins meiner Lieblingsstaubfächer, die Coinbox. Hier habt ihr die Möglichkeit, all die Dinge reinzupacken, die ihr ja, relativ häufig braucht und die nicht quer durchs Boot fliegen sollen. Ich habe hier zum Beispiel immer eine Waage, meine Powerpole-Fernbedienung, aber auch das Handy, Geldbeutel, das schmeiße ich alles hier eben rein. Super tolles Staufach, weil eben genau diese Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, ja, wenn die quer durchs Boot fliegen, dann artet es schnell in Chaos aus. Hier habe ich noch eine 12-Volt-Buchse, um mein Handy auch laden zu können, Fernbedienung laden zu können. Das ist alles mit in dem Staufach drin. Wie gesagt, eins meiner Lieblingsstaufächer und ist gleichzeitig eben der Tritt, um von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten laufen zu können. Super komfortabel und wirklich eine coole Lösung. Links und rechts sind zwei Becherhalter. Ja, davon gibt es in den Ami-Booten immer üppig. Hauptsache man kann die Getränke irgendwo verstauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, kommen wir zum Cockpit, zur Konsole. Da, wo ich sehr, sehr viel Zeit verbringe, um eben Fische zu suchen. Auch die hat Ranger super, super geil gestaltet. Also sieht mega scharf aus. Und das ist das, was Ranger so ein bisschen ausmacht. Eben diese Liebe zum Detail und eben diese hochwertige Verarbeitung. Das merkt man einfach, wenn man mal in so einem Boot steht. Wir haben jetzt die Mercury Open Water Days. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei. Ihr könnt euch da online registrieren. Auch den Link packe ich unten mal in die Beschreibung. Und dann könnt ihr euch da anmelden und hier mit dem Boot eine Probefahrt machen. Mit mir ins Boot steigen und eine Runde drehen. Die ganzen Sachen im Boot werden bedient über dieses Schaltpanel hier. Anders wie in anderen Modellen ist es hier bei dem Ranger so, dass man zum Beispiel den Motor nicht über einen Zündschlüssel startet, sondern über einen Zahlencode. Drückt Start, gibt den Zahlencode ein und kann dann den Motor starten. Alle anderen Sachen sind hier eben drüber bedienbar, von den Lifewells bis hin zur Bilgepumpe, die Hupe, Navi-Licht, Ankerlicht, all das wird hier drüber bedient. Hier haben wir noch eine Powerpole-Fernbedienung. Wenn ich mal irgendwo in einer Schleuse oder sonst wo ankomme, an der Brücke, ist immer eine parat, sodass ich schnellstmöglich die Poles runterlassen kann. Und dann klassisch hier die Gangschaltung, wie sie in den meisten Booten verbaut ist. Anders als in vielen normalen Booten ist bei den Bassbooten so üblich, dass man nicht über den Schalthebel auch Gas gibt, so wie üblich, sondern wir haben hier einen Hotfoot verbaut. Und das ist ein Fußgas, das ist wie beim Auto quasi so bedient werden kann, und dadurch habe ich auch bei hohen Geschwindigkeiten die Möglichkeit, die Hände frei zu haben, um hier am Steuerrad eben sauber manövrieren zu können. Wir haben an der Konsole auch die ganzen Anzeigen, das heißt die SC1000 Anzeigen von Mercury. Da werden alle Motordaten, alle Fehler, alles wird hier eben ausgespuckt und ich habe immer die Möglichkeit zu gucken, was mit meinem Motor hinten los ist. Wir haben links und rechts haben wir die beiden Pro-Trims für die hydraulische Checkplate und für den Motor-Trim. Das heißt, ich habe hier wie zwei Blinker und dadurch kann ich den Motor einfach hoch und runter oder die Checkplate hoch und runter trimmen und habe da auch immer alle Hände am Steuerrad. Ja, kommen wir
zu meinem Echolot Setup. Montiert sind die auf einer Boatlogix Mount. Das ist zurzeit das Nonplus Ultra auf dem US-Markt. Ich werde euch die ganzen einzelnen Produkte mal in die Videobeschreibung reinpacken, weil die gibt es eben alle bei uns bei Rheinland-Boote. Jeder, der sich mit dem Thema schon mal auseinandersetzen möchte, kann da mal reingucken. Da gibt es viele Inspirationen zum Thema Echolote und auch zum Thema Boote grundsätzlich. Die sind jetzt auf der Dual Mount. Das heißt, ich habe hier einen Bügel, wo beide Echolote eben montiert werden können. Das ist so justierbar, wie es für meine Sitzposition am besten passt. Und ich habe da eben die Möglichkeit, die beiden Echos sauber nebeneinander zu positionieren, um möglichst effektiv damit arbeiten zu können, weil wir nutzen die Echos viel, um eben unsere Stellen zu suchen. Während dem Angeln sind sie bei mir meistens aus, zumindest die jetzt hier am Cockpit. Und deswegen brauche ich eine gute Sicht, sodass ich möglichst gut drüber gucken kann. Die sollen quasi beide schön nebeneinander stehen, dass ich auch hier an den Knöpfen alles bedienen kann. Sollen mit dem Steuerrad nicht im Weg sein, und da baut Boatlogix eben geniale Mounts, die genau für das passende Modell gebaut werden. Ranger hat hier jetzt hier normalerweise so eine Platte drin, wo man so ein Echolot einlassen kann, und Boatlogix baut genau diese Platte nach in 8 mm starkem Aluminium, und dann geht die Platte eben passgenau da rein und alles ist bombenfest. Weil bei den harten Bedingungen, wo wir meistens draußen sind, auch im Turnier, ist es halt eben so, dass das Material extrem belastet wird, und da ist es extrem wichtig, dass nicht nur die Echolote selber viel aushalten, das Boot selber viel aushält, sondern auch die Dinge, die die Kraft am Ende übertragen, wie jetzt hier die Mount, dass das solide ist und hochwertig ist. Ja, vorne an der Konsole haben wir eben hier links und rechts noch die zwei Elemente, die ich jetzt noch beleuchtet habe. Und das war es dann hier soweit zur Konsole. So, dann gehen wir vor Ort aufs Deck. Hier ist in der Mitte ein Staufach, das ich meistens als Staufach nutze für meine Getränke und so weiter. Es kommt alles hier rein, Essen und Getränke. In der Mitte, wenn wir nach oben gehen, haben wir zuerst links und rechts Toolholder, um unsere Zangen und so weiter hier reinstecken zu können, dass die gut aufgeräumt sind. Und kommen wir jetzt zum großen Staufach in der Mitte. Ja, da passt unendlich viel Tackle rein. Bei mir sind es jetzt einige Boxen, die hier maßgenau reinpassen. Es ist die 3700er Serie bei Plano oder bei Flambeau 5002er, die hier optimal reinpasst. Dann könnt ihr die Boxen sauber verstauen, sauber labeln, so wie ich es jetzt hier mache, dass ich überall drauf schreibe, was drin ist. Und dann ist wirklich auch in so einer Turniersituation jeder Griff an der richtigen Stelle, und so hat alles seinen Ort und seinen Platz. Unterstützt ist das Ganze hier mit zwei großen Gasdruckdämpfern. Auch die Dinger, egal was für ein Boot ihr habt, ist es genial im Boot zu haben, weil die Klappe bleibt auf, ihr könnt eure Sachen rausholen. Mir ist es bei anderen Sachen oder anderen Booten von früher etliche Male passiert, dass gerade wenn man so eine Rute zum Beispiel aus dem Staufach holen möchte, die Klappe wieder zufällt, weil der Kollege sie nicht richtig festhält, und da sind die eine Riesenhilfe, gerade wenn ihr auch Wind und sonst was habt, dann fliegt die Klappe nicht zu und bleibt einfach offen. Ja, rechts bzw. auf der Steuerbordseite habe ich so eine kleine Daybox, wie es bei den Amis heißt. Das heißt, hier schmeiße ich immer so Sachen rein wie Regenanzug, ein paar Köder, die Dinge, die ich wirklich schnell brauche, die immer da ihren Platz haben sollen. Ebenfalls auf der Steuerbordseite ist hier ein großes Staufach nur für meine ganzen Gummis. Die sind hier auch sauber einsortiert. Und auch da hat alles seinen Platz. Ich werde euch in den nächsten Wochen komplett durch die ganzen Boxen führen und mal zeigen, was da eben alles so drin ist. Auf der Backbordseite ist ein großes Staufach für die Routen. Ja, wir haben immer viele Routen dabei. Gerade im Turnier auch wieder selbes Szenario, oder wenn man mal mit mehreren Leuten losgeht. Wir haben
immer zig Routen dabei, einfach um flexibel zu sein. Braucht man nicht, aber es ist trotzdem nice to have, wenn mal eine kaputt geht, dass ich einfach hingehen kann und hier eine neue raushole. Ich habe jetzt hier insgesamt 21 Stück drin. Die gehen hier vorne sauber in diese Routenaufnahmen vorne rein. Da stecken alle drin mit diesen Routensocken, dass die auch nicht sich anfangen zu vertüddeln. Und hinten hängen sie sauber in diesem Gestell drinnen. Und ja, so ist es eben möglich, dass die Routen auch bei hohen Geschwindigkeiten nicht von links nach rechts fliegen. So, ja, hier vorne werden wir in den nächsten kommenden Monaten ja viel Zeit verbringen. Das Casting-Deck ist riesig, man kann hier zu zweit, zu dritt locker von angeln. Ich habe jetzt hier vorne zwei Rod-Buckles noch montiert, die kommen aber standardmäßig mit. Das heißt, hier kann ich meine Routen einfach längs legen, spann die hier fest und die Routen sind dann während dem Spotwechsel schön montiert und nichts fliegt durch die Gegend. Auf der rechten Seite sind meine zwei Powerpole Foot Switches. Mit denen kann ich einfach, da kann ich hier einfach drauf drücken und dann gehen die Powerpoles hinten nach unten. Und so muss ich nicht die ganze Zeit hin und her laufen oder kann auch mal in einer schnellen Situation einfach hier vorne drücken, wenn das Boot sich nicht weiter bewegen soll, um die Dinger hinten runter machen zu können. Hier vorne drauf habe ich das Ganze so gestaltet, dass ich hier einen Helix 9 von Humminbird und einen Helix 12 drauf habe. Ja, wer meine Videos guckt, weiß, dass ich Humminbird schon seit Stunde 1 quasi benutze. Auch das hat sich in den letzten mittlerweile 7-8 Jahren nicht geändert und da möchte ich auch nochmal Sascha von TFB danken für die lange und tolle Zusammenarbeit. Hier kommt noch ein anderer Bugmotor drauf. Da kommt noch ein Minn Kota Ultrax drauf mit einem 360-Grad-Geber. Auch die ganze Technik werde ich euch in den nächsten Monaten zeigen, weil wirklich so viele Leute hier tagtäglich vor der Tür stehen und fragen, hey, sag mal Sebastian, wie funktioniert das einfach? Und dann kann ich in Zukunft auf die ganzen Videos, die jetzt auf dem Kanal dann wieder erscheinen werden, eben verweisen. Insofern, ja, das war es jetzt hier soweit zu dem Ranger Z518. Ich bin mit euch jetzt durchs komplette Boot gelaufen, aber da jedes Boot auch einen geilen Trailer braucht, weil wir viele Stunden auf der Straße verbringen, zeige ich euch jetzt noch kurz den Anhänger und dann sind wir auch schon fertig. So, also das Boot steht hier auf einem Pega-Trailer. Ja, mit Robert von Pega arbeiten wir auch schon seit Jahren zusammen und jetzt, da diese Bassboote so, ja, einen Hype bekommen haben, sind wir hingegangen und haben versucht, das Ganze so schick, so ordentlich, so komfortabel wie möglich zum Slippen zu lösen, und das ist jetzt, was am Ende dabei rausgekommen ist. In dem Fall jetzt hier ist es ein 6,75 Meter 2300er Pega Chassis als Grundbasisgerüst und ja, wir sind jetzt hier hingegangen, haben hier 17 Zoll Alufelgen mit drauf gemacht, um das auszuprobieren. Wir haben Langauflagen Banks, so wie auch bei den originalen Anhängern, dass das Boot einfach auf möglichst viel Fläche aufliegt und so sauber wie möglich die Kraft verteilt wird unten am Rumpf. Wir haben das Boat-Buckle-System mit dran, um eben schnellstmöglich das Boot slippen zu können. Das heißt, man muss einfach nur hier auf den Knopf drücken. Der Gurt wird freigegeben, ich kann das Boot freilassen, habe dann drei Fixierpunkte am Boot bzw. am Anhänger, und wenn ich fertig bin und wieder das Boot festmachen möchte, einfach einhängen, dreimal ratschen, Gurt ist fest und ich kann wieder los. Also das ist auch wirklich ein tolles System. Auch die Buckles gibt es bei Rheinland-Boote, packe ich euch unten mit rein. Ja, als Krönung haben wir hier noch die Mini-LEDs. Das heißt, ihr müsst keine Lichtleiste mehr abschrauben. Ihr könnt einfach rückwärts ins Wasser reinfahren, ohne dass ihr irgendwas demontieren müsst. Und das macht es natürlich auch extrem komfortabel und schnell am Wasser. In der Regel braucht man nicht länger als 30 Sekunden. Das war früher ein bisschen anders, da haben wir ein bisschen länger gebraucht. Aber dahin entwickelt sich das und deswegen investieren wir so viel Zeit und Engagement da rein, dass solche Dinge wie jetzt hier entstehen, um eben am Ende auch für euch solche geilen Projekte machen zu können. Boah, so,
Das war jetzt aber ganz schön lange hier. Ja, die Spucke ist weg, wir sind fertig. Ich bin mit euch jetzt einmal ums komplette Boot rumgelaufen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein paar Einblicke geben, ja, wie das Rig jetzt am Ende aussieht. Es dient im Endeffekt dazu, ja, ich wollte immer mal sehen, wie so ein Boot aussieht, aber es gab leider immer wenig Fotos und Videos dazu, weil ja, es ein Nischenmarkt ist, es die ersten Boote jetzt sind, die vor allem auch nach Europa kommen und keiner irgendwie ein deutsches Review dazu gemacht hat. Dazu dient dieses Video, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, um ja, euch zu erkundigen, wie irgendwas mit irgendwelchen speziellen Bauteilen hier los ist, dann klingelt entweder bei Rainer Boote einfach durch, schreibt eine Mail oder kommentiert einfach unten in dem Video, was euch da interessiert. Ja, auch anglerisch wird es ein paar Veränderungen geben, ihr seht es vielleicht schon, aber dazu gibt es in den nächsten Videos dann mehr. Von der Seite aus, wer es bis hierhin geschafft hat, vielen Dank fürs Zugucken, das war es soweit von hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Stopp. Wir haben hier noch einiges zu tun. Also in den nächsten Tagen werde ich nämlich hier die ganzen Echolote sauber montieren, weil ich habe sie jetzt für ja, das Video mal drauf gesteckt, aber die ganze Verkabelung fehlt noch, der Bugmotor fehlt noch, der Geber fehlt, all die geilen Dinge, die jetzt noch on top kommen, sind noch nicht installiert und auch weil da so viele Fragen kommen, ja, was hier unser tägliches Brot ist, für uns normal ist, das interessiert euch ja wohl brennend. Deshalb möchte ich in den nächsten Folgen ja, euch mitnehmen, euch zeigen, wie ich das Ganze zusammenbaue, warum, was der Hintergedanke dabei ist und da könnt ihr euch schon drauf freuen, es wird einiges an Content geben. Ja, das war es jetzt aber wirklich von hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.